Musik ist so chillig. Gut, damit herzlich willkommen zurück zu Reyes oder Royce oder Rice oder was auch immer. Yay, 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 zum dritten Teil, wo es jetzt endlich losgeht, nachdem ich in den ersten zwei Folgen das Tutorial abgedeckt habe, das über eine Stunde gedauert hat. Furchtbar anstrengend. Ich habe festgestellt, dass man hier offensichtlich immer so eine Ära spielt, die dann ungefähr 30 bis 60 Minuten dauert. Oder 120, je nachdem, das muss man auch alles erst freischalten. Und in dieser Ära versucht man scheinbar irgendwie möglichst viel mit der menschlichen Zivilisation zu schaffen, möglichst viele Achievements oder sonst was zu erreichen, die hier aufgelistet sind. So Sachen wie, beende eine Ära mit dem Walddorf, das 100 Wohlstand hat, beende eine Ära mit einem Sumpfdorf, das 100 Wohlstand hat und so weiter. Und verschiedene Sachen wie, beende eine Ära mit mindestens 6 Dörfern, die jeweils mindestens 150 Wohlstand haben und bibabo. Also verschiedene Variationen, wie das Spiel verlaufen kann. Und ja, ich werde mich da jetzt einfach hineinstürzen. Mich halbwegs versuchen, daran zu erinnern, was ich im Tutorial gelernt habe. Und was ist denn das hier? Oh, fortgeschrittene Einstellungen. Na, die lasse ich mal in Ruhe, weil... und ich schaue einfach, was passiert. Und ich... die FPS-Anzahl da unten möchte ich nicht haben, die blende ich aus. Vergiss nicht, Gebrauch von Spezialisierungen zu machen. Ja, 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 interessant. Ich habe euch, und ich habe vergessen, den Timer zu starten. So. Ich sollte nämlich nicht länger als eine Stunde aufnehmen, weil ich habe momentan ein paar Speicherproblemchen, da so viele andere Sachen auch noch die Festplatte zu müllen, unter Anführungszeichen, wie zum Beispiel The Ship, was demnächst kommen wird, oder ein paar andere Sachen. Ich will nichts spoilern. Eine neue Ära beginnt. Entwicklungen erhalten. 3 von 69. Nein, okay, lassen wir das. Versuche unterschiedliche Entwicklungen zu erhalten, damit unsere Kraft wachsen kann. Erreiche noch 9 Entwicklungen, um auf den nächsten Level aufzusteigen. Noch nicht erreichte Entwicklungen, Waldstamm, Wüstenstamm, Sumpfstamm. Also so Achievement-Teile, die ich machen soll, damit wir im Level aufsteigen, im Level unserer Planetenfettheit. Nächste Seite, was? Ach so. Ja, ich weiß, dass ich das noch nicht habe. Okay, Spiel starten. So. Ach, das heißt, ich kann jetzt endlich machen, was ich will, und ich bin nicht mehr begrenzt von irgendwelchen blöden Aufgaben. Okay, warte. Du bist King Julian, du bist Herbert und du bist Naughty. Ach, Naughty ist süß. Und du, ja, ich habe gesagt, dass sie einen Namen für ihn aussuchen sollten. Das habt ihr getan. Es kamen so viele Vorschläge. Ich habe es da nicht alle im Kopf, aber unter den Favoriten war Atomunfall oder Marshes, was witzig ist, weil Marshes in der Tat eigentlich ein englisches Wort ist und übersetzt Sumpf heißt. Ja, und das ist ein Zufall. Das wusste ich nicht und das wusste niemand in meiner Umgebung, als ich den Spitznamen Marshes bekommen habe. Ja, also ich wurde nicht nach einem Sumpf benannt, nur so Info, aber okay. Ich schaue jetzt kurz nach, welche Vorschläge noch dabei waren, die waren so lustig. Weitere Namensvorschläge für den Sumpfriesen waren noch Marvin, der deprimierte Roboter, Sumpfriese, oder Merk, oder Günther, Slurp, aber ich find Atomunfall sehr lustig, Atomunfall, naja, wir werden ihm wahrscheinlich immer wieder so einen anderen Spitznamen geben, was gerade so ansteht, so. Wir haben gelernt im Tutorial, dass wir Wasser machen und mit dem Wasser haben, dann machen wir Wald, weil Wald braucht Wasser und ta-ta-ta-ta. Und ich weiß nicht, ich versuche mal mich auf ein Dorf zu spezialisieren. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal einen riesigen Wald machen und hoffen, dass da Menschen kommen und dann, weiß ich nicht, mache ich dabei mal keine Wüste und keinen Sumpf und schau, was passiert. Da. So, wir sehen hier, Achso, wir sehen hier, dass das Wasser von den Ozeanen nicht sehr weit geht. Und ich glaube, dass wenn ich den Ozean größer mache, dass es dann auch in diese Richtung weitergeht. Jetzt die Frage ist nur, kann ich den Sumpfriesen sagen, dass er was machen soll, wenn ich eigentlich nur Wald haben möchte? Kann er auch hier Kräuter pflanzen? Ja, oder? Ja! Ja! Hex, Hex! Okay, das ist ja wunderbar. Das ist ja perfekt. Und kannst du jetzt auch hier in der Wald... Ja! Und da kommen schon die ersten Menschen. Wunderbar! Wunderbar! Yay! Ein Wilddorf hat sich angesiedelt.
Walddörfer starten meistens Projekte, die Nahrung, bla 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 bla. Ja, das wissen wir schon. Walddorf, heißt das wirklich so? Nein, es ist New Peak. Kann ich das umbenennen? Ich kann Dörfer nicht umbenennen, oder? New Peak hat sich niedergelassen. Sehr schön. Kann ich da irgendwas herumklickseln? Mann, Mann. Das ist mehr so... Das ist mehr so passiv. Es ist wie Civilization, nur andersrum. Bei Civilization versucht man, also unter anderem, versucht man, abhängig von der Landschaft, in der man ist, die Zivilisation aufzubauen und die Ressourcen zu nutzen. Und hier versucht man, die Ressourcen so zu platzieren, dass eine Zivilisation entsteht, so wie man möchte. Das heißt, es ist so andersrum. Hier gibt man die... die Ausgangssituation und schaut, was passiert, und bei Civilization hast du eine Ausgangssituation und musst schon versuchen, das Beste daraus zu machen. So. Okay, ihr seid glücklich, ihr habt Wissenschaft. Ach, auf was soll ich sie denn spezialisieren? Ich weiß es nicht. Wissenschaft ist schon ziemlich cool. Aber sie brauchen ziemlich sicher auch was zum Essen. So viele Möglichkeiten. Machen wir Fruchtpflanzen. Okay, Moment, Moment, Moment. Das sind die Grenzposten. Das heißt, ich kann hier Fruchtpflanze machen. Und du kannst ja machen eine Jauchebombe. Na danke. Exotische Tiere, die machen Reichtum. Noch mehr Kräuter, machen noch mehr Wissenschaft. Wie mache ich das denn, dass ihr Dorf größer wird? Ich mache da jetzt mal noch einmal, nicht Wald. Wieso kann der... What? Ein neuer Nomade streift über den Planeten und sucht nach einem Platz. Aha. Das heißt, sie wollen jetzt wahrscheinlich, dass ich ein anderes Biom mache. Das will ich aber nicht. Ich will wissen, ob ich mehrere Dörfer nur im Wald haben kann. Das wäre ausgesprochen interessant. Fruchtpflanzen hat einen Cooldown. Dann macht Blattaspekt auf den Fruchtpflanzen. Was ist das? Fruchtbarkeitsbeschleunigung. Wertet ein beliebiges Feld mit einer Fruchtbarkeitssteigerung auf. Aspektfähigkeiten haben stärkeren Effekt. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Toll. Noch mehr Fruchtpflanzen. Und du entwickelst dich weiter zu Erdbeere. Sie haben Erdbeeren und sie haben Heidelbeeren. Das ist doch super. Damit könnt ihr euch ernähren und vermehren und überglücklich sein und was weiß ich was alles. Erweiterte Mineralien, wertvolle Mineralien und erweiterte Mineralien. Wertvolle Mineralien kennen wir vom Tutorial. Hoppla. Ah, was sind erweiterte Mineralien? Aha. Kann ich das einfach so machen? Mach das mal da. Ich will wissen, wo der Unterschied ist. Mir wurde auch geschrieben, dass dieses Rufzeichen, das da manchmal auftauchte, wenn ich etwas auf etwas anderes draufsetze, dass es entweder heißen soll, dass das Feld nicht vom Dorf bewirtschaftet wird, so wie hier, oder dass ich eben, wie ich vermutet habe, dass ich etwas ersetze. So, that's good to know. So, was ist das jetzt da? Stein. Ich habe Stein gemacht. Erweiterte Mineralien, wertvolle Mineralien. Da macht daneben. Da ist Rufzeichen. Warum ist da Rufzeichen? Ist da schon was? Ah, da ist Löwenzahn. Habe ich Löwenzahn gemacht? Ah ja, richtig, das waren die Kräuter. Ich bin zu dumm. Aber wie mache ich denn, dass sie ihr Dorf erweitern? Angenommen, ich mache jetzt da außerhalb wertvolle Mineralien. Sind die so schlau, dass sie selbstständig dorthin marschieren und sich erweitern? Sind die denn so schlau? Kann ich den Wald noch größer machen? Ja. Machen wir mal einen riesengroßen Wald. Und du machst mir einen riesengroßen Ozean. Ah. Ein Walddorf hat sich angesiedelt. Das heißt, ich habe jetzt ein zweites Walddorf. Ist das wahr? Ups. Ist das wahr? Ja, das heißt, ich kann mehrere Dörfer im selben Biom haben. Die haben jetzt direkte Nachbarn. Oh Gott, das wird so schrecklich. Die werden so aufeinander losgehen. Und irgendwie freut mich das auch. Es ist wie so, es ist wie eine Ameisenfarm, nur irgendwie schlimmer. So, ich habe gar nicht aufgepasst, was die da eigentlich bauen wollen. Die wollen den Schrein bauen. Der Schrein braucht Reichtum. Die haben keinen Reichtum, weil wir keine exotischen Tiere haben. Und wie soll ich denn exotische Tiere platzieren, wenn schon alles voll ist? Ich mache das mal da und schau, was passiert. Das andere Mineralienzeugs hat jetzt dieses andere Dorf geclaimed. Die haben einen Kornspeicher gebaut, einfach weil sie Nahrung haben. Wo haben die Nahrung her? Nein, Blödsinn, was?
Oder... Oh, Blödsinn, sie bauen ihn erst. Sie bauen ihn erst. Sie wollen Nahrung haben, um das zu bauen, verstehe. Du da... Mach Pflanz, sie Pflanz. Kannst du auch was machen, das Nahrung macht? Nein, gell? Kannst du Mineralien machen? Ja, du bist momentan ist Herbert leider sehr uninteressant. Aber Nauti, meine Lieblingskrabbe, du könntest Tiere machen. Und Tiere machen wiederum Nahrung. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Hahaha, so lustig. Und du wiederum könntest etwas aufwerten. Was passiert denn, wenn ich, ist das der Löwenzahn? Ich kann den Löwenzahn aufwerten. Und schauen, was passiert. Ich finde das so süß, wie er eigentlich der leichteste Riese ist. Weil er ist nur Holz und wenn er geht, macht das auch nur solche Back-Back-Holzstammgeräusche. Bei allen anderen ist es so ein Bum-Bum. So sogar Nauti ist irgendwie noch massiver. Und wenn unser Atomunfall geht, dann ist es so ein. Ja. Das ist Wissenschaft. So, ich kann das aufwerten zu. Gar nichts. Hast du deinen Zauber schon gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Aber das geht gar nicht. Doch, es geht. Aber es scheint nichts zu tun. Weil es nicht geht. Da ist ein X. Wertet eine Pflanze auf. Zählt das nicht als Pflanze? Zählt das als irgendwas anderes? Dann wertet das nochmal auf. Und du... Ich habe doch keine Ahnung. Hey, sie sind größer geworden. Aber ich habe doch die... Ich habe doch vorhin exotische Tiger platziert, oder? Ja, hier. Sie haben ihre Grenze genau auf die Tiger... Psst. Ich bin dabei, meinen Tee umzuwerfen. Hilfe! Sie haben ihre Grenze genau auf die exotischen Tiere draufgesetzt. Das ist super. Ich sollte mir darauf schauen, was bei Symbiose steht. Plus zur Erreichtum, sofern es Mineral innerhalb der Reichweite des Tieres gibt. Okay, das heißt, ich sage Herbert, dass du da Mineralien platzierst. Und die Beeren haben plus 10 Nahrung, falls neben Apfelbaum, Löwenzahn oder Erdbeere. Ich sollte mir darauf achten, was ich eigentlich tue. So, du kannst Wachstumsaspekt. Wertet eine Pflanze mit einem Wachstumsaspekt auf. Kannst du vielleicht die Kräuter aufwerten? Was ist passiert? Die Natur sieht vielversprechend aus. Aber es könnte noch besser laufen. Hast du bereits versucht, Symbiose... Ich bin gerade dabei, Symbiose zu nutzen. Ey, nicht einschlafen. Ich wollte schauen, ob du den Löwenzahn aufwerten kannst. Nein. Dann kannst du diese Heidelbeere aufdingensen. Okay, warte. Wenn Julian Heidelbeeren aufwertet, werden sie zu Erdbeeren. Wenn Nauti sie aufwertet, dann werden sie zu... Nichts. Aber irgendwas ist doch gerade passiert. Was ist denn das? Aspekte, Fruchtbarkeitsbeschleuniger. Und im Hintergrund steht, Projekt verbleibt nicht mehr viel Zeit. I'm so confused right now. Warte. Ach, das ist ein Wachstumsaspekt. Das heißt, das macht nur die... Wahrscheinlich macht das nur generell die Werte besser. Und diese lustigen Blattteile von Julian lässt es generell sich weiterentwickeln. Faszinierend. Okay, warte mal. Die brauchen 15 Reichtum in Gebrauch, haben momentan 8 und sie haben 22 zur Verfügung. Das heißt, die können diese Aufgabe eher erfüllen. Die hier brauchen 30 Nahrung und haben diese 30 Nahrung nicht. Die sind wirklich am Sterben. Ihr bekommt Tiere und mehr Pflanzen. Julian, per Fuß. Was ist denn das da? Der hat auch einen Fruchtbarkeitsbeschleuniger. I'm so confused. Ah, Walddorf hat sich an... Schon wieder? Um Gottes Willen. Oh Gott, jetzt habe ich schon 3 von denen. Oh oh. Oh oh, wie soll ich mich denn auf eines konzentrieren, wenn ich jetzt schon 3 von denen habe? Ah, Waldbotschafter ist erschienen. Ein Wald, da ist jetzt wieder Deutsch. Okay, das ist, das ist gut, I guess. Wo ist der?
Sie haben den Schrein fertig gebaut. Okay, dann spring du doch mal. Ja, spring doch mal oder. Unser Atomunfall soll die mal aufheben. Denn jetzt habe ich das hier. Chemieaspekt. Der Sumpfriese entfacht einen Chemieaspekt, welcher Mineralien aufwertet. Ah.